Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück. Nächste neue Folge Big Ambitions. Es ist soweit. Mein Kabel ist runtergefallen. Nein! Early Access Version 0.4 ist erschienen. Ich glaube schon. Also, ja, letzte Woche, ich glaube am 13. kam es raus oder am 14. Und ich skippe mal ganz kurz raus und gucke oder erzähle euch mal kurz, was neu ist. Ich habe noch gar nicht nachgeschaut, ob die Sachen tatsächlich auch mit drin sind, aber ich denke mal schon. Also, es gibt jetzt in der Version 0.4 Elektronik-Stores. Also, ja, quasi so ein entspannter Mediamarkt Saturn. Mit den 6 neuen Produkten. Ja, 2 Telefone, Sana Man und Artifish. Ist, glaube ich, unwichtig. Die Firmen sind eh alle ausgedacht. Dann Smartwatches, einmal Kopfhörer und so eine Earbuds. Wie heißt das auf Deutsch? Diese Stecker fürs Ohr. Die man, glaube ich, auch von iPhones und sowas kennt. Dann gibt es einen neuen Tisch, wo wir diese Sachen auch ausstellen können. Und das Ganze braucht mehr oder höhere Sicherheit. Das ist erstmal der einzige Laden, der dazugekommen ist. Ich habe tatsächlich jetzt gar nicht geschaut, ob der die Roadmap tatsächlich nur den Elektronikladen dabei hatte oder ob eigentlich mehr geplant waren. Müssen wir mal, kann ich ja mal vergleichen dann zur nächsten Folge. Dann gibt es ein paar neue Items. Ein Wasserkühler, Kabob. Okay, scheint irgendein neues Item sein, was wir verkaufen können. Es gibt einen neuen Zigarrenschrank. Es gibt einen Verkaufsschalter, einen neuen. Dann Executive Desks, also ja, ein Code-Check. Rabben Sofa with Chase Long. Okay, müssen wir mal bei Ika Bohak vorbei. Übrigens, das letzte Mal habe ich auch ja, quasi gespielt, als die mehr oder weniger letzte Folge von dieser Playlist hier geendet ist. Ich glaube, am Geld müsste man es auch sehen. Also ich habe, glaube ich, nicht mehr weitergespielt. So, dann gibt es noch ein paar andere Goodies. Ja, okay. Dann ein paar neue Wünsche von unseren Angestellten. Also die hätten gern so ein Wasser... Das ist ein Wasserbottich, Wasserkühler. Ich glaube, das ist die falsche Übersetzung. Aber ihr wisst, glaube ich, alle, was es ist. Dieses Ding, was blubbert. Dann sind Cleaner, ist das irgendwie ein bisschen besser dargestellt. Das Autohandling ist schon wieder anders. Oh Gott, das hat sich beim letzten Mal auch geändert, das war grauenvoll. Die Verhandlungen mit der Krankenversicherung sind jetzt ein wenig anders. Dann gibt es jetzt Emojis, also wenn wir beispielsweise, ja, hier zu Hause irgendwas machen. Müssen wir irgendwas machen? 5 Tage, 1 Tag, wir können trainieren theoretisch. Obwohl, wir haben 8 Uhr, ich kaufe mir eher mal den neuen Laden. Dann sollen jetzt angeblich auch Emojis zu sehen sein. Und was gibt's noch? Bugfixes, okay. Alter, die Liste ist so immens lang. Also, ihr könnt gerne einfach auf die Steam-Seite gehen. Es sind ein paar Seiten, was sich alles geändert hat. Hauptsächlich Bugs. Bugfixes. Ja, Bugs sind hoffentlich nicht dazu gekommen. So, wir sehen hier schon plus 9. Das bedeutet, irgendwelche Menschen haben entweder Bedürfnisse. Was ist mit denen hier eigentlich los? Oder okay, Teilzeit? Wieso stelle ich den Grafikdesigner in Teilzeit an? Da ist ja irgendwas ganz schief gelaufen. Seid ihr das? Also ich habe ja nie im Leben Grafikdesigner in Teilzeit angestellt und die sind ja alle in Teilzeit. Okay, Maston, Stansfield, No und Elliot. Mhm. Ja, das ist natürlich super Quatsch. Die könnten 3 Tage nur arbeiten. Okay. Gut, dann arbeitet ihr halt nur 7 Stunden. So, jetzt müssten alle erstmal wieder ein bisschen glücklicher sein. Komme ich eigentlich so direkt wieder zu der Ansicht zurück, die ich davor hatte? Nee, natürlich nicht. So, jetzt haben wir mal das Häkchen dran. Ich weiß trotzdem nicht, was die anderen
plus 9 bedeuten. Gut, Kandidaten, das ist ja aus der 03er-Version schon bekannt. Hier sind ja alle Teilzeit. Habe ich da irgendeinen Fehler gemacht? Ich meine, ich könnte natürlich jetzt einfach nochmal drei einstellen und die für die anderen 3 Tage nutzen. Können wir eigentlich mal machen, ne? 51, 40, 62, 33. Peer Gaming Studios. Ich hoffe, dass das auch geht, dass sie sich einen Arbeitsplatz teilen können. Die sind alles so super alt. Du bist jung und dynamisch. Wenn ihr hier 40 Jahre. Gut, dann machen wir das mal so rum. Ja, ich habe übrigens auch keine Ahnung, ob die jetzt irgendwelche anderen Sachen wollen. Habe ich denen Uniform gegeben? Büro. Ich brauche übrigens 4 und nicht 3. Rosemary Chipman, komm hier. So, also Büro. Oh, erstmal wieder reinkommen hier in das Spiel. Tatsächlich, wie gesagt, Ewigkeiten her, dass ich mal gespielt habe, aber es wird schon gehen. So, dann geht das Häkchen raus. So, dann machen wir doch wieder 8 Stunden. So, alle Tage. Und dann machen wir die ersten 3 Tage. Mal. Ja, dann arbeitet ihr halt nur 3 Tage. Ist ja Banane. So. Ja, dann gehen wir einfach die Linie so weiter. Und Nummer 3. Und dann haben wir alle Tage abgedeckt. Ich weiß übrigens gar nicht, ob dieses Gaming-Studio oder Grafikdesigner sind es ja. Das überhaupt erfolgreich ist. Also Marketing meine ich schon mal nicht. Das ist wahrscheinlich gar nicht mal so schlecht. 115.000. Verkehrsindex ist gut. Alter, fuck you. 9 ganze Kunden hatten wir gestern. Ja, mit einem entspannten Minus von 700. Großartig. Naja, egal. Bilanzen sind ja immer Bombe. So, darum kümmere ich mich vielleicht später. Was ist denn das hier? Okay. Smooth Operator. Ich habe keine Ahnung, warum ich das machen sollte. Egal. So, warum ist hier Wein? Ach so, weil das meine Wohnung ist. Ich denke, die müsstet ihr auch kennen, ne? Jetzt einmal anklicke. Sind die jetzt dann weg? Nee, das bleibt immer drin. Okay. Egal. Dann gehen wir mal hier rein und gucken. Hier, da sehen wir schon mal die Smartwatches. Hähnchen Kabob Spieß. Das ist nochmal für das Elektronikgeschäft. Ich glaube, das müsste überall wahrscheinlich bei 100% sein, weil es ist neu, es wird kein Unternehmen dafür geben, deswegen ist es eigentlich Banane, in welchem Distrikt ich das Ganze setze. So, dann gucken wir uns mal an, wo überhaupt noch was möglich ist und was auch ein bisschen Verkehr hat. Das dürfte wahrscheinlich gut sein. Ja, 39. Die sind alle schlimm. 40. Nee. Nein. Auch eine 40 und ein großer Laden, ne? Ja, das ist ein super großer Laden. 33. 39, der ist mittelgroß. Könnte man machen. 32. 23. 19. Alles. Alles unschön. Ja, ist auch raus. Die gucke ich mir, wie gesagt, nicht an. Und
der hat auch nicht so viel. Gut, dann würde ich sagen, nehmen wir uns den Laden hier mal. Kosten. 300 zur Miete. Kann ich mir den kaufen? 60 Mille? Nein, kann ich nicht. So, neues Unternehmen. Dann suchen wir... Hier ist er doch schon. Der Elektronikladen. Smart Life. So schreibt man live. Unternehmen gründen. Dann müsste es ja auch neue... Ach, guck mal hier. Neue Bilderchen geben. Was sind das hier? Das kenne ich auch noch nicht. Autohaus. Ich frage mich immer noch... Gut, wird es wahrscheinlich später irgendwann geben. Wie man hier ein Autohaus bauen kann. So, www wird wahrscheinlich neu. Nee. Ich hätte jetzt so behauptet, ein Handy oder so. Das Grafikdesign. Ja, wir lassen das einfach. Wir machen es in blau. Ich grau gar nicht so schön. Ach ja. Ist das neu oder gab es das immer schon, dass ich mir selber Farben aussuchen konnte? Weil dann nehme ich doch lieber eine komplett neue Farbe. Obwohl, scheiß drauf. Ich behalte das in blau. Und mache das. So, Logo speichern. Dann, was brauchen wir dafür? Was habe ich denn nicht gespeichert? Man weiß es nicht. So, erstmal wieder ein Zettelchen nehmen. Ewigkeiten keinen Zettel ausgefüllt. Oh, ich habe gar keinen Stift mehr hier. Doch, hier. So, wir brauchen. Ist das in der Info theoretisch schon drin? Nicht gespeicherte, gehen verloren. Hä, was habe ich denn nicht gespeichert? Bin verwirrt. Ja, keine Ahnung, was jetzt nicht gespeichert wurde. So, gibt es die Informationen zu den neuen Sachen? Ja. Und zwar brauchen wir dafür Produktausstellungstische. Ich würde gern alles anbieten. Das bedeutet, es gibt 6 neue Sachen, ne? Das heißt, wir brauchen höchstwahrscheinlich 12-mal Ausstellungstisch. So, wo finden wir den? Ja. AJ Petersons und Son. Okay. AJ. Müssen wir gucken, wo unser dicker LKW steht. So, dann brauchen wir wahrscheinlich wieder... Bis man... Boah, es ist unübersichtlich. Hier. Kassen? Keine Ahnung. Ich kaufe mal vielleicht 2. Ja, müssen wir vielleicht nachjustieren. Einkaufskörper machen wir auch mal 2. Ja. Und dann sollten wir erstmal durch sein. Den ganzen Rest kaufen wir später. So, Amigo, los geht's. Wo ist der Ausgang? Alter, das ist laut. Sorry. Alter, warum ist das so laut? Immer noch so laut. Ja. So, ich denke, das sollte besser sein. Wo sind unsere Fahrzeuge? Da steht irgendeins. Das dürfte aber unser... Guck mal, da ist unser LKW. Okay, gut. Dann suchen wir uns mal wie immer ein Taxi. Stopp. Weil der Mann von Welt, beziehungsweise der Millionär von Welt, fährt ja nicht mehr selber. Oh Gott, sorry. Sondern lässt nur noch fahren. Oh, guck. Ach ja, Weihnachtsdekoration gibt es übrigens auch jetzt. Ich bin begeistert. Oh, es piept. Und direkt einen Unfall gebaut. Alter. AJ Petersons and Son ist...
kenne mich gar nicht mehr aus. Ach, hier. Okay, sind wir schon da. Läuft der eigentlich über Rot? Oh Gott, einparken. Mann, Alter, fahr weiter, du Affe. Mann, Bruder, hau ab. Oh, Dicker. Alter, mach mich nicht wild. Spast. Was ist geschlossen? Ach nein, heute ist Sonntag. Oh. Hat Ika Bohak offen? Kann ich da ja schon mal was kaufen? War das das? Ja. Nein, nicht. Oh. Sorry. Wenn es erstmal ein bisschen dauert, bis ich wieder drin bin. Hallo. So, Weihnachtsgeschenke. Ich weiß gar nicht, ob man die kaufen kann. Tatsächlich. Ich habe Hunger. Ja, machen wir gleich. Wir bestellen erstmal ein bisschen was. Hallo. So, ich würde gerne... Oh Gott. Da, Smart Life. Am besten morgen um 10. So, wir brauchen... Weihnachtsbäumchen können wir uns ja mal leisten. Weihnachtsketten. Ja, nee. Rebensofa. Das hier sind übrigens die neuen Sofen. Ja. Müssten die zumindest sein. Dann kaufen wir uns... Kann ich da Kassen draufstellen? Ich hoffe einfach mal ja. 3 Stück. Schrankende links. Und Schrankende rechts. So, eine Schreibtischpflanze sollte passen. Bisschen Pflänzlis ist okay. Ach ja, hier Musiklautsprecher brauchen wir auf jeden Fall. Eine Wanduhr können wir uns mal kaufen. Oh, modernes Kabinett. Gefällt mir fast noch besser. Schrankecke. Dann nehmen wir mal die anderen 3 wieder raus. Ach, siehst du, ich habe die gar nicht im Warenkorb gelegt. Doch, habe ich. So, dann nehmen wir mal die bisschen teureren Sachen. Guck mal, es gibt jetzt auch Bilderrahmen. Ohne Bild mal wieder. Quatsch. Waterkühler. Ich weiß nicht, ob ich da Wasser verkaufen kann. Ich lass es mal. Ich mache mal 2 Heizungen und eine Garderobe ist auch noch okay. So, dann für 9,5 bitte bestellen. Dankeschön. Dann sind wir wieder raus. Müssen erstmal unbedingt was essen gehen. Mal gucken, ob es hier vielleicht irgendwo was zu essen gibt auf der Ecke. Ja, 5 Cups ist okay. Holen wir uns mal einen Kaffee und was zum Schnabulieren. Ist nicht der Eingang? Vorne. Alter, ist hier voll. Okay, also ich hätte gern einen Donut und einen Becher Cover. Stellen wir uns mal an hier. Ich wollte gerade sagen, ich sitze ja schon, aber das bin nicht ich. Er hat die gleichen Klamotten an. Ach, hier seht ihr übrigens die Emojis. Oh nein, nicht an den Song. So, vielen Dank. Wow. Der Donut hat es jetzt überhaupt gar nicht gebracht. Großhandel. Boah, wie voll ist das denn hier überall? Ich hätte die andere Kasse nehmen sollen, oder? Ein bisschen schneller. Naja, ist egal. So, ich kaufe mal Weinflaschen für unseren heimischen Wein... fürs heimische Weinregal. So, wir können ja eh nicht viel machen, ne? Dann würde ich sagen, suchen wir uns mal das nächste Taxi. Da hängen die hier besoffen am Weihnachtsbaum. Ja. So, die UPS-LKWs. Was macht ihr denn hier? Okay, die spielen am Handy. Schöne Deko, gefällt mir.
Ja, die Weihnachtsdeko finde ich ein bisschen übertrieben. Naja, ist okay. Liefer mich bitte einmal zu Hause ab. Und zwar nehme ich. Welche Wohnung nehme ich? Ich habe ja mittlerweile ein paar mehr Wohnungen, ne? Nehme einfach mal die hier. So, schmeiß mal die 5 Weinflaschen rein. Weiß gar nicht. Aha, okay. Geht gar nicht rein. So, dann machen wir den hier mit Wein und hier mit Lebensmitteln. Kann ich diese Dinger mittlerweile benutzen? Also das Laufband kann ich nutzen, das weiß ich. Eine Stunde immer noch, ja. Achso, ich kann überspringen. Okay, oh Gott, Angestellte. Wie war denn das? Headhunter war das, oder? Ja, okay. Also Vollzeit. Bedingung beenden. Ich brauche Vollzeit Angestellte. Hairstylist, DJ. Kundendienst. Ja, das ist okay. Also wie gesagt, Vollzeit. Wie viele Punkte kann ich denn ausgeben? 69. Okay. 5 Tage pro Woche. Nee, das ist Quatsch. Umgebungsbedarf. Was heißt denn das? Vorteilsbedarf. Ich habe keine Ahnung, ich lasse das mal so. Automatischer Ersatz. Dieser hätte meinen automatischen Ersatz durchzuführen. Ach, dann kann ich wahrscheinlich Leute rauswerfen oder ersetzen durch neue. Okay, das ist eine ganz coole Fähigkeit eigentlich. So, dann, warte mal, nee, wir mussten, glaube ich, TV gucken, ne? Ach hier. So, dann, ja, keine Ahnung. 22 Uhr, super. Dann jetzt in der Kojo. Ich verstehe übrigens immer noch nicht, wie, warum diese Ausstattung mich. Waren es knappe 700, 800.000 Dollar, die wir ausgegeben haben für diese Ausstattung? Ich kann euch nicht, immer noch nicht erklären, warum. Also, es sieht schön aus, ohne Frage, aber. Dass das jetzt so teuer ist? Kurios. So. Dann, jetzt aber. AJ Petersens and Sons. So, hier sehen wir schon mal die Ausstellungstische. Kosten zum Glück auch gar nicht so viel. Alter, ist das voll. Alter. Okay, das finde ich tatsächlich auch jetzt deutlich besser gelöst. Dass von vornherein schon Kunden in dem Laden sind und nicht alle mit einem Schlag mit uns zusammen ankommen. Hat den einzigen Nachteil, dass es jetzt ein bisschen länger dauert, bis wir an der Kasse sind. Und normalerweise, wenn du schnell weißt, wo du hin musst, kannst du einfach durchrushen. Ist das voll hier? Die haben übrigens keine Security. Ich könnte meiner Meinung nach einfach abbauen, oder? Sicherheit geht vor. Super, Lieferung ist angekommen. Also wir werden gleich den restlichen Tag, obwohl wahrscheinlich dann eher die morgige Folge damit verbringen, das neue Lädchen einzurichten. So, wir können ja gleich nochmal durchgehen. Also die Einkaufskörbe holen wir uns noch und die Kassen könnten wir uns wahrscheinlich hier auch holen. Büroteleport, auch schön. Vielleicht müsste ich auch mal ein paar Sicherheitskameras noch besorgen.
besorgen. So, jetzt haben wir erstmal die 12. Dann holen wir uns jetzt zwei Körbe, zwei Kassen. Ah, es gibt hier nicht die Kassen, ne? Ist das viel? Disco-Kugel, Bühnenlichter, brauchen wir alles für die... Also, für die Disco, die haben wir aber schon. Ja. Gibt es hier wirklich keine Kassen? Dann machen wir hier Sicherheitspanels. Dann haben wir zumindest noch mal ein bisschen Geld... ein bisschen die Karre hier ausgelastet. So, dann fahren wir nochmal kurz zum anderen Laden. Alter, die Steuerung ist immer noch grauenvoll. Guck mal, hier haben wir auch noch eine Wohnung. Überall Wohnungen. Ah Gott, Entschuldigung. Und wir haben, das habe ich aber glaube ich schon mal gezeigt, mittlerweile unsere erste Wohnung auch gekauft. Also wir sind jetzt Immobilienbesitzer. Alter, ich bin zu blöd. Können Sie mir noch ein Ticket schreiben? Ich mach's einfach wie in Berlin-Neukölln. Haben wir mal kurz in zweiter Reihe gehalten. Ach ja, Lagerregale brauchen wir auch. Mhm. Kann man hier eigentlich mittlerweile arbeiten? Nee, ne? So, komm mal hin, bevor ich wirklich ein Ticket kriege. Ich glaube, Tickets bekommt man immer nur zur vollen Stunde. So. Ja. Geradeaus, zweite rechts. Gut, und dann würde ich sagen, fahre ich mal hin. Wir sehen uns morgen wieder. Dann zur nächsten Folge Big Ambitions Version. Oh Gott, Alter. Version 0.4. Und dann errichten wir mal unser neues Ladengeschäft. Bis dahin, meine Lieben. Adieu.